zurückgekommen, wieder angekommen. Berlin. Du weißt, was heute passiert. Und Fanny weiß es auch. Safe. Heute könnte der nächste Abriss folgen. Wenn man sich mal so umschaut, ist schon majestätisch. Ich bin wieder da. Ja, Mann. Ich bin wieder da. Soundcheck. Let's go. Anders an der Bühne ist heute, dass unser Aufbau anders ist. Und zwar, dass Roman, Fred und ich hinten in einer Reihe sind. Sozusagen die Dreierabwehr. Dann kommt das Mittelfeld, Marc und Fisi weiter vorne. Und dann Bojan ganz vorne. Genau, ich stehe heute so quasi in der Mitte hinter den beiden Jungs. Finde ich schon ganz geil, ja, auf jeden Fall. Hey, ja, ja, Titi. Sowas kann ich mir nicht verarschen, ich höre das alles. Das ist schon krass, ey. Das darf ich niemandem zeigen, das ist meine insgeheimen Notizen im Kinderschrein. Viele Wege führen nach Rom und solange der Sound stimmt und die Performance passt, kann man auch mal machen, ne? Ja, Mann. Berlin einfach, wie ein anderer Wind. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber schön, schön ist es. Boah, sehr wichtige Show heute. Es kommen sehr viele Leute, mit denen wir viel zu tun haben. Freunde, Familie. Die Location ist super nice. Ich glaube, es wird heute ein sehr schöner Gig. Zwei Off-Days danach. Gibt eine schöne Aftershow-Party. Also, ich glaube, es ist alles angerichtet für einen schönen Abend. Sorry to remind you somebody. Oh, geile. Kleiner Hopfenboost, wie die Ösis mir beigebracht haben, ne? Zeigen wir dir mal, was die Jungs aus der Pals im Odenwald und Himmel, was die so drauf haben. 1, 2, 3, 4. Torte ist geil. Doch, so krank? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen. Aber nicht so. Da steige ich später drüber. Hier, und dann mache ich den Move. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Hi. Dann stelle ich mich hier hin. Schaue mich um. Ich sehe diese wundervolle Disco-Kugel und diese, wow, dieses Dach, wow, man, wow. Ich habe mir vor 3-4 Wochen neue In-Ears gemacht, mit so, haben mein Ohr Gips gegossen und so, Alter, habe alles gemacht und ganze Tour mit meinen alten In-Ears gespielt. Wie soll man das machen richtig, oder? Weißt du, meine? Was kommst du so angeschlichen, du kleinen Schlawino? Willst du mich filmen? In meinem FOH drin? Haha, ein bisschen Soundcheck! Wacka, wacka, wacka! Es geht los! Wir warten jetzt gerade, weil, keine Ahnung, das Cut-Kabel nicht geht. Ihr wisst, was ein Cut-Kabel ist, oder? Ja, absolut. Ja, safe, absolut. Ja. So ein Kabel mit einer Katze dran, vorne. Es macht mega Bock mit euch wieder. Jetzt steht 2 Tage, das war zu viel, Alter. Das war schon zu viel, ich hab euch vermisst. Das ist ein freier Künstler auf freier Wildbahn. Ich komme mit Selina in der Wohnung.
oder wegen der Gesundheit auch nochmal kurz? Die dürft dann halt. Aber jeder weg. Alle umdrehen dabei. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. Sorry to meet ya. Sorry to remind you of somebody you didn't know how to teach ya. How to teach ya. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. Sorry to meet ya. Know you're terrified that I'm somebody only coming to leave ya. Wie das Schicksal so will, hat es uns herausgefordert. Und zwar haben wir einen Papierflugzeugwettbewerb. Kranich, Digga, mit der Dreifaltigkeit. Ganz einfach. Der Kranich. Babäumsch. 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 Piper. Piper. Der Schnitt, Digga. Der Schnitt, Digga. Babäumsch. Macht seine Jungfernflug. Wie heißt das? Ja, das ist schon. Oh! Wenn die Bande nicht gewesen wäre, wäre er noch weiter geflogen. Seht ihr sogar noch den Abdruck? Guck mal, Alter! Der macht so hier so Spoiler rein, Digga. Als würde der irgendwas von Aerodynamik verstehen, Digga. Weißt du, mein? Aber hey, ist voll geil. Sieht voll schön aus, Mann. Ja, ist Red Bull. Deiner ist... Okay, Digga. Ich muss so mal ran. Auf Wiedersehen, Babäumsch. Nein, das kommt nicht auf Kamera. Dann sagst du, Elio, es ist brutal dringend und wichtig, so, es ist einfach immer noch kein Wasser an der Bühne. Thomas für Leo? Ja, ich höre dich. Es ist ganz wichtig, wir brauchen Wasser an der Bühne. Fred verdurstet. Alter! Jetzt bin ich der Idiot. Dankeschön. Und Wasser angekommen? Jawohl, jetzt endlich, das, endlich kann es weitergehen. Ich hätte so Lampen gerne bei mir zu Hause. Für Schattenspiele. Ja, ich bin Sandro von Hannover Konzerts. Ich habe die Jungs kennengelernt im Musikzentrum, so quasi aus dem Nix. Sie waren auf einmal da und wir haben uns sofort lieben gelernt. Immer eine gute Zeit, wenn sie in Hannover sind. Und in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Wir werden irgendwo in der Swiss Life Hall enden. Mit 5, 6, 7, 8, 10.000 Leuten, ich weiß es. Hannover, Kapitol. Kapitol in Hannover. In so einem Ruderboot. Schlag für Schlag machst du alles für die Person, die vor dir sitzt und hinter dir sitzt. Weil du alles geben musst. Wenn du aufgibst, lässt du alle anderen im Stich. Und da habe ich heute gemerkt, Alter, dieses Team habe ich hier gefunden. Und heute geht es darum, dass jeder, der jetzt rausgeht und Sekunde für Sekunde und Minute alles gibt. Ich will heute, dass wir die geilste Show ever spielen. Das ist meine Heimat. Das ist meine Familie und für die Familie kämpft man. Deswegen geht raus, habt Spaß, ich liebe euch. Auf dreimal, Alter! Ja, Alter! Das geht schon wie hier, Alter. Das ist wirklich, Alter. 1, 2, 3! Also, wenn jemand danach kommt, nach der Rede, viel Spaß. Late night talks in your old apartment. Windows down, your hands on my name. Ich bin einfach dankbar, Mann, für alles. Yeah! So sieht's nämlich aus, Mann. So sieht's nämlich aus. Hannover ist der Hometown Hero hier. Danke für alles. Moin, moin. Moin, moin. Moin. Enjoy. Ja, moin. Enjoy Interview in Hamburg. Hamburg, Digga. Moin. Ja, moin. Moin Hamburg! Ey, ihr seid pünktlich, das ist ja mega. Ganz genau, ja. Pünktlichkeit ist eine Tugend. Töne mit bei.
Ein bisschen, ein paar daneben, aber bis heute Abend klappt's. Blut, was Emotionen, echte Feelings, einfach den Abend komplett genießen. Super geschickt, dann sprechen wir das gleich. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Klock zu Gast hier im Enjoy-Nachmittag. Und jetzt geht's zum Soundcheck. Schauen wir mal. Also bis jetzt bin ich guter Dinge. Ich fühle mich außerdem auch immer, als würde ich heiraten mit diesem Schleier. Just married. Müde, schwer müde. 12 seconds later. Hamburg! Ist übel und gefährlich. Alter, einfach ein Geschenk von den Fans, das nimmt man natürlich liebend gern an. Ist ja heute ein besonderer Tag, denn in knapp 4 Stunden werde ich tatsächlich 32, also hoffentlich. Aber Bistmann Kaufmann aus Gimmeldingen, oh, das passt schon. Sehr, sehr lecker schon mal. Nummer 1, vielen Dank. Echter Champagne aus der Champagne, uff. Merci beaucoup. Merci. You're giving me that cold. You're giving me that cold shoulder. Tell me why do you do me like that? You don't wanna talk, you just wanna stay mad. You're giving me that cold. You're giving me that cold shoulder. Trying to take your hand, but you're turning your back. You don't wanna talk, you just wanna stay mad. 3, 2, 1. Schön, dass ihr alle hier seid. Es ist mir eine große Ehre, das gemeinsam zu erleben. Wahnsinn. Zum Wohl. Was ist eure Aufgabe beim Load? Boah, die Qualitätssicherung. Oh, guten Morgen, Thomas, mein Freund. Wie geht's? Ich wurde von einer Biene gestochen heute Nacht oder so. Irgendwann muss da gewesen sein. Ja, 2 gleichzeitig. Das ist, glaube ich, halt eine der krassesten Shows. Muss man sagen. Family kommt, Kindheitsfreunde kommen, Leute, mit denen man früher saufen war. Eigentlich so alle, die man sich vorstellen kann. Jetzt haben wir Feierabend. Was soll ich jetzt sagen? Ich kann nicht glauben, dass es die letzte Show ist. Wir sind alle auch schon ein bisschen traurig. Hier los, letzter Soundcheck, hallo. Aber es wird geil. Aufgeregt as fuck, Alter, muss man echt sagen. Das ist 10 Minuten vor Show, letzte Show der Dreamers Tour. Muss gucken, dass ich halt anfange zu heulen. Es wird auf jeden Fall krass. Das ist die letzte Show unserer Dreamers Tour. Wir haben morgen nichts mehr, das heißt, wir können heute alles hier lassen. Deshalb rein wieder, habt ihr Bock mit uns zu feiern? We've been through changes, people always coming.